Wie jedes Jahr an Allerheiligen am 1. November, ein Feiertag bei uns in der Pfalz, findet der Kaffeetreff des ABV in der Dahlberghalle statt. Noch vor kurzem war er verbunden mit einer Kunstausstellung, heute mit Firmen und interessierten Laien aus der Gesundheitsbranche. Man möchte seinen Gästen ja auch etwas Abwechslung bieten. Und in der Tat, diese wurde gut angenommen. Die Ausstellung ist noch klein, aber interessant. Und dass es nebenbei noch Kaffee und Kuchen gibt, macht die ganze Sache für viele Leute gemütlich. Zuerst habe ich Robert Fischer vom Deutschen Roten Kreuz entdeckt. Er berichtet über den Notknopf, eine Technik, die für Menschen interessant ist, die alleine leben und auf fremde Hilfe angewiesen sind. Wenn man vom Roten Kreuz hört, dann denken die meisten an Rettungswagen, Auslandseinsätze, Katastrophen. Und das Rote Kreuz ist eben etwas vielschichtiger. Dann habe ich auch noch für die Senioren hier was mitgebracht, unseren Hausnotruf. Das ist eine Art Alarmknopf für Senioren, die dann eben per Knopfdruck Hilfe holen können. Wenn jetzt jemand zum Beispiel so einen Alarmknopf möchte, ja. Wie geht man da vor? Das Ganze läuft beim Roten Kreuz telefonisch. Und dann wird ein Termin vereinbart vor Ort in der Wohnung, im Haus desjenigen, der diesen Hausnotruf bekommen möchte. Dort wird dann alles Weitere vollzogen, der Vertrag abgeschlossen, da wird das Notrufgerät installiert, es gibt eine Einweisung, es wird ein Proberuf gemacht und eben auch die Aufnahme von Daten von Angehörigen, dass wir im Notfall auch Bezugspersonen informieren können. Und was kostet das? Ja, ganz kostenlos ist es natürlich nicht. Der Normalpreis liegt bei 35 Euro pro Monat. Das kann aber ermäßigt werden. Ab Pflegegrad 1 beteiligt sich die Krankenkasse in der Regel mit 18,36 Euro. Da kommen wir beim Preis schon wieder ein bisschen runter. Aber ich bin jetzt mal neugierig, egal von welchem Anbieter das kommt. Das System ist immer das gleiche? Im Prinzip ja. Also es gibt Anbieter, die arbeiten nur mit Angehörigen, die dann sagen, wir benachrichtigen Angehörige, die dann vorbeischauen. Wir beim Roten Kreuz nehmen zusätzlich noch einen Schlüssel, dass wir im Notfall auch selbst in die Wohnung reinkommen können. Mhm. Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich danke auch. So, ich begrüße hier Frau Sabine Hedeke. Sie steht hier bereit, uns diesen Destillationsapparat zu erklären? Wir machen eine Schaudestillation in unserem Workshop. Das bedeutet, dass wir die Wertigkeit eines ätherischen Öls, des Produktes, wie es hergestellt wird, mal zu schätzen lernen. Weil während wir 1 bis 2 Stunden destillieren, wird 200 Milliliter von diesem Öl als Hydrolat erstellt. Und wenn wir Glück haben, erscheint auch ein einziges Tröpfchen ätherisches Öl auf der Flasche. Somit haben wir die Wertigkeit, was in so einem kleinen Fläschchen ätherischem Öl steckt. Das Ganze. Des Weiteren werden erläutert, was ätherische Öle mit uns tun. Das heißt, sie können auf der Haut wirken, sie können durch die Atmung wirken und sie gehen durch unsere Atemwege in das lymphische System, wo sie auf unsere Emotionen wirken. Vielen Dank, Frau Hedeke. Bitte schön, danke schön. Meine Urgroßmutter wurde fast 98 Jahre alt und war nie krank. Sie war in keinem Krankenhaus, bei keinem Arzt, noch nicht einmal Zahnarzt, aber sie lebte auch in einer anderen Zeit, in einer natürlicheren Umwelt, hat immer gearbeitet und sich um andere gekümmert. Sie lebte gesund und ernährte sich einfach mit allen Mineralien und Vitaminen, die die Natur ihr zur Verfügung stellte. Aber heute, so Anke Leupold, ist Gesundheit eben kein Zufall mehr. Ja, Gesundheit ist kein Zufall. Da möchte ich ein Beispiel erzählen von 2 älteren Herren, die treffen sich und der eine ist ganz gebrechlich und hat ganz viele Störungen, Krankheiten und der andere ist ganz fit, fährt Fahrrad, sieht blühend aus. Und dann sagt der Kranke zu dem anderen, na, du hast ja ein Glück, dass du so fit und gesund bist und dass es dir so gut geht. Und der andere sagt, nee, Glück gehört da natürlich auch zu, aber es ist auch mein Verdienst.
Und wir sind oft, dass wir so unbewusst Dinge im Leben tun, für die wir dann später eine Rechnung bezahlen müssen. Und all das zusammen gibt natürlich dann nachher so ein Pool, wo unser Körper gar nicht mehr mit fertig wird. Spätestens dann sollte ich was tun. Und der andere ältere Herr, der hat vielleicht immer dafür gesorgt, dass er halt was Gutes isst, was dem Körper gut tut. Und irgendwann im Laufe der Zeit ist dieser Körper zwar auch gealtert, aber in einer Vitalität und in einer Fitness. Und von daher ist Gesundheit kein Zufall, sondern immer ein Produkt unseres Lebens und wie wir mit uns umgehen. Super, Frau Leupold, vielen Dank. Dankeschön. Ich darf Ihnen Frau Baumgarten-Fieger vorstellen. Sie ist im Vorstand des Verbandes der Menschen mit Behinderung und Hilfe in Not Deutschland e.V. Und sie wird uns gleich etwas über diesen Verband und über ihre Tätigkeit erzählen. Dankeschön. Wir sind ein Verband in der Wohlfahrtspflege. Wohlfahrtspflege ist heute ein großer Begriff und wir beschäftigen uns in diesem Bereich besonders mit Menschen, bei denen es um Schwerbehinderung geht. Schwerbehinderung, sprich die ersten Anfänge sind oft, ich habe eine Bandscheibenoperation, danach geht es mir nicht mehr so gut oder vorher ist es mir schon schlecht gegangen und ich weiß nicht, was ich tun kann, um mir Hilfestellungen zu holen, eventuelle steuerliche Vergütungen, eventuelle Parkmöglichkeiten, die ich bekommen kann durch den Grad der Schwerbehinderung. Also Menschen, die mit solchen Problemen belastet sind, kommen zu uns. Wir kümmern uns darum, dass wir entsprechende Arztberichte bekommen, die uns ausführliche Auskunft darüber geben, wo denn der Grad der Schwerbehinderung angegliedert sein kann. Wenn der Antrag abgelehnt wird, wir gehen für Sie in den Widerspruch und wir gehen für Sie bis vor das Sozialgericht, sodass Sie also von uns rundherum betreut werden. Sie müssen sich keine Gedanken darum machen, dass Sie einen teuren Anwalt brauchen. Und unser Monatsbeitrag dafür, für all diese Leistungen, ist 3,90 Euro. Ich denke, das ist ein Betrag, den sich jeder leisten kann, der Hilfe benötigt. Wir betreuen Sie rundherum. Ich bedanke mich. Frau Baumgarten-Fieger, vielen Dank für diese wirklich interessanten Ausführungen. Und man kann wirklich sagen, wenn ich das hier so lese, Ihr Problem ist unsere Aufgabe. Das stimmt wirklich. Stimmt, ja. Mein Name ist Magdalene Degner. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehrere Operationen gehabt. Rechte Hüfte, linke Hüfte und jetzt habe ich Knie-Tap rechts. Bin im Reha gewesen, mache Reha-Nachsorge und wollte heute hier in der Dahlberghalle über der ABV verschiedene Hilfsmittel im Alltag und ganz einfache Sportarten im Alltag vorstellen. Es geht jetzt um Balance- und Gleichgewichtsübungen und um Kraft- und Schultertraining. Wir stellen uns, ich zeige es einmal, auf die Matte. Das ist ein Flexkissen auf die Matte, leichte Grätsche, gehen leicht in die Knie und versuchen die Balance auf rechts und auf links oder mehr in die Hocke und wieder hoch. Magdalene Degner stellt Übungen vor, die ihr selbst nach schweren Erkrankungen geholfen haben. Sie sind einfach, aber wenn man sie regelmäßig macht, sehr wirkungsvoll. Es sind Übungen, die zum Beispiel nach einer Operation einem bald wieder auf die Beine helfen, denn in vielen Fällen ist nicht so wirkungsvoll wie zielgerichtete Bewegung. Gymnastik bzw. Bewegung hilft nicht nur bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, sondern wurde auch schon vielfach bei inneren Erkrankungen verschiedenster Art erfolgreich eingesetzt. Bereits mäßige Bewegung, wie etwa täglich eine halbe Stunde Walking, senkt erheblich das Risiko für verschiedene Krankheiten wie Krebs und Herzinfarkt. Dass körperliche Aktivität gut ist gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist seit langem bekannt. Magdalene Degner hat nun ihre eigenen sehr positiven Erfahrungen mit Bewegung gemacht und sie auf der Veranstaltung des ABV in Essingen gezeigt. Etwas nach oben gehen. Und nach unten. Und weiter atmen. Nach oben. Und nach unten. Okay. Eine leichte Übung. Also super. Ich bedanke mich bei euch. Es war sehr schön.